Hallo, willkommen bei einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal, bei einem neuen Interview. Und heute bin ich hier, du kannst dich gerne mal vorstellen. Mein Name ist Markus Schmidt, mein DJ-Name ist DJ Blackman. Ich habe heute eine Aufführung heute im Kinder- und Jugendhaus in Nürnberg in der Leitstraße 10 und um 18 Uhr geht es los. Der Eintritt kostet 3 Euro. Jeder, der Lust hat zu tanzen, Spaß zu haben, diese ganze Veranstaltung ist barrierefrei. Und Essen und Getränke wird durchs Klüpfel gesorgt und Lukas wird mit euch allen ein Interview machen und einfach nur heute Spaß zu haben und Lukas Geburtstag mitzufeiern. Genau, ich habe heute auch Geburtstag und das ist eine Party im Kinder-Jugendhaus. Wir gerne auch nochmal für euch seinen Kanal unter verlinken. Der macht jedes Jahr so mehrere Partys. Alle weiteren Infos über seine Partys ist natürlich für Menschen mit Handicaps und natürlich auch Menschen bestimmt ohne Handicaps. Sein Kanal werde ich einfach mal hier unten in die Videobeschreibung verlinken. Was kann man da eigentlich so die Party machen oder wie oft ist die denn am Jahr? Also insgesamt eigentlich dreimal. Die erste war im März dieses Jahr, jetzt im Juni. Und die im November wurde abgesagt, weil ja ab August wird das ganze Kinder- und Jugendhaus umgebaut. Darum haben die mir den einen Veranstaltungstag rausgenommen. Und ich werde jetzt dann auch schon fürs Jahr 2019 denen die Termine geben. Genau, alle weitere Infos, wie zum Beispiel auf seinem Kanal, darüber gibt er sehr wahrscheinlich auch Bescheid, wann zum Beispiel wieder Partys sind. Und auf jeden Fall werde ich heute auf die Party noch etwas filmen, falls es möglich ist und falls daraus etwas Cooles basteln kann. Und dann wird dies auf jeden Fall auch noch, denke ich mal, online kommen. Neben das Interview hier, wie viele Personen sind denn normalerweise auf die Partys? Also das einmal, bei der letzten waren es 25 und wir rechnen immer schon mit sehr vielen Zahlen, aber das Maximale sind es manchmal 25, aber es kann sein, dadurch, dass ich ja durch Facebook und über YouTube verlinkt habe, schätze ich schon mehr, weil ich habe es auch in verschiedenen Gruppen hochgepostet und hoffe jetzt halt auch, also es sind momentan jetzt aktuell auf Interesse 20 Interessanten. Und drei Festzusagen nur mit Lukas, sonst habe ich keine. Und insgesamt 16 Mal wurde es geteilt, die Einladung. Okay, hört auf jeden Fall schon mal gut an. Wie gesagt, könnt ihr auch ruhig so gerne mal so bei seinem Kanal informieren. Könnt ihr gerne mal abonnieren. Falls ihr nächstes Jahr zum Beispiel keine weitere Partys verpassen wollt. Die Facebook-Seite dafür würde ich auch gerne nochmal hier unten in die Videobeschreibung verlinken. Sag ich mal, könnt ihr das Video gerne bewerten, einen Daumen hoch geben. Ist wie gesagt kurz aus meiner Erklärung, ist eine Party für Menschen mit Behinderung, körperliche Behinderung, alles ist dort barrierefrei, die Toilette ist barrierefrei. Deswegen denke ich mal, ist eine gute Party für Menschen mit einem Handicap. Könnt ihr gerne mal euch die Kommentare auslassen, die vielleicht zum Beispiel auch Handicap haben, ein Teil von meiner Community. Dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, und haut rein!